Noch 1000 Kilometer weiter südöstlich als Istanbul liegt die türkische 2-Millionen-Stadt Adana. Vor bald 3000 Jahren lebten hier Achaier und Danaer. In der geschichtsmächtigen Landschaft Kilikiens glaubt Raoul Schrott, die Antwort auf das größte Rätsel der Literaturgeschichte gefunden zu haben. Wo lag Homers Heimat? In Kara Tepe vermutet Schrott den Ort, der Homer zu seiner Schilderung Trojas inspiriert hat. Tatsächlich weist Kara Tepe, eine von Assyrern zerstörte späthethitische Festung, verblüffende Ähnlichkeit mit Homers Beschreibungen Trojas und seiner Umgebung auf. Angefangen bei den beiden berühmten Toren, dem Skäischen und dem Dardanischen, bis zu Reliefs mit Bilddarstellungen, die Homer regelrecht abgeschildert zu haben scheint. Und jetzt freue ich mich sehr, mit einem Mann zu sprechen, der nach Meinung einiger das Abendland verraten hat, indem er uns seinen Lesern verrät, wo Homers Heimat ist. Schönen guten Tag, Raoul Schrott. Ich begrüße Sie, aber wenn, dann rette ich es, indem ich zeige, wo die Wurzeln des Abendlandes sind. Der Retter des Abendlandes, endlich in Druckfrisch. Warum retten Sie Homers Heimat, Herr Schrott? Ja, weil man ja an der Ilias als Monument und als Grundlegungsdokument der Idee Europas, daran ist ja nicht zu rütteln, aber wenn man zeigt, wo es herkommt, wo quasi die unterirdischen Wurzeln dieses Baumes überall hinreichen, nämlich bis in den Orient, von hier aus gesehen noch weiter runter bis nach Jerusalem und bis nach Ägypten, und dass das Ganze in kilikischer Erde wurzelt, tut ja nichts. Homer ist, ob oben in Troja oder hier, genauso ein Türke, wenn man das so will. Aber all die Idee des Türkischen und Europäischen und des Abendlandes ist einfach falsch. Denn es geht immer um einen Kulturtransfer, der über Jahrtausende immer rundherum um das Mittelmeer führt. Wenn Sie uns doch mal vielleicht kurz diese Haupthandlung der Ilias vor Augen stellen könnten. Wir haben sie vielleicht nicht alle gerade präsent. Gut, also es geht um den Trojanischen Krieg. Das trojanische Pferd kommt darin nicht vor, die Achillesferse kommt auch nicht vor. Ganz viele grundlegende Dinge kommen auch nicht vor, denn die kommen alle in den zypriotischen Geschichten. Zypern liegt irgendwie gerade mal 50 Kilometer Luftlinie von hier. Das kommt alles in den zypriotischen Geschichten vor, auf die Homer sich bezieht, das ist quasi Teil 1 der Ilias. Das, was er jetzt tut, ist wirklich genial. Er greift sich aus diesem 10-jährigen Krieg, wie er im alten Sagenstoff überliefert ist, greift er sich ganze 4 Schlachttage heraus, schildert 15 Tage und 5 Nächte plus minus von Ereignissen rundherum und hängt all seine Erzählungen, die ja in die verschiedensten Richtungen divergieren, ausufern, seine ganzen Episoden hängt er ein in ein sehr klares Erzählgerüst, in eine Einheit von Ort, Zeit und Handlung. Ort, Zeit und Handlung nämlich hier. Und da geht es um den Groll des Achilles. Am Anfang unserer Literatur steht der Zorn. Zorn haben auch Schrotts Thesen auf sich gezogen. Denn zum nicht geringen Verdruss der Fachgelehrten ist die Behauptung, Homer habe sich von der Festungsruine Kara Tepe für die Ilias inspirieren lassen, nicht so einfach widerlegbar. Kara Tepe ist, wie bei Homer beschrieben, eine Zwingfestung, die ihr Umland dominiert. Schliemanns Troja dagegen war eine Handelsmetropole in flachem Land, wo Homer-Leser seit Generationen vergeblich nach den reißenden Fluten der Flüsse Skamander und Simois Ausschau halten, die in Kara Tepe mühelos zu finden sind. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, Homers Troja hier in Kara Tepe zu verorten? Das hat sich erst nach und nach ergeben. Also zuerst bin ich drauf gekommen, dass es hier eben Danaer und Achaier gab. Dann sind mir zuerst aufgefallen, die Reliefs. Und die gibt es woanders nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es hier eben ganz viele Reliefs gibt, zu denen sich Stellen aus der Ilias wie Bildunterschriften darunter legen lassen. Dann habe ich mir die Architektur näher angeguckt und gemerkt, ja, hier sind genau die beiden Tore, die Homer beschreibt, während im historischen Troja immer mehr Tore in Gebrauch waren. Während vor allen Dingen Homer ein Troja beschreibt, das steil und auf einem windumtosten Hügel ist, das beim historischen Troja, das auf einem Plateau liegt, 20 Meter vielleicht ein bisschen höher über der Ebene nicht vorhanden ist, aber hier sind wir auf einem Hügel, der vor es diesen Stausee hier gab, 225 Meter hoch war. Das heißt, Sie können hier mit der Ilias in der Hand durch diesen palastartigen Gebäude und so weiter laufen und sagen, stimmt alles. Aber es kam mir wirklich selber so komisch vor, weil ich mir denke, ich bin nicht so ein obsessiver Mensch, der da jedes Detail wiedererkennen will, aber Fakt ist, das kann man wirklich.
Lage und Aussehen der Burg Karatepe, die verblüffenden Übereinstimmungen der Landschaft, schließlich die unheimlich anmutenden Parallelen zwischen den Motiven der Reliefs und Homers Text. Schrotts Thesen gewinnen vor Ort an Evidenz. Und die allerbeste Szene ist, als Hektor hier draußen vor diesem skaischen Tor, vor diesem linken Tor, das also in der Ilias das einzige Tor ist, das zum Schlachtfeld führt, weil es ist ein Schlachtfeld eben nur hier gab, wo heute der Stausee liegt. Davor steht Hektor und will nicht rein, um sich zu retten, sondern will gegen Achilleus kämpfen. Und seine Mutter steht oben und sagt, du, komm rein, rette dich, hab Respekt vor mir. Erinnerst du dich nicht mehr, wie ich dir die Brust gegeben habe? Und dann beschreibt Homer, wie sie ihren Chiton aufmacht und ihm die linke Brust zeigt und sagt, das ist die Brust, die dich mal gesäugt hat. Aus Respekt vor dir, vor mir als deiner Mutter, komm rein und rette dich. Und das ist genau die Szene. Sie ist auch mit einem griechischen Chiton bekleidet, wo eine Mutterkönigin ihrem Königssohn die Brust gibt. Auch auf Karatepes Umland passen zahllose Beschreibungen aus der Ilias. In der nahen Ruinenstadt Kastaballa vermutet Schrott etwa das kilikische Thebe, wo Hektor Andromache heiratete. Der Trojanische Krieg als Deckerzählung der kilikischen Revolten. Was Literaturwissenschaftlern durchaus plausibel scheint, treibt der Fachwelt den Schaum vor den Mund. Menen aide thea, peleadeo Achilleo. Das war altgriechisch, sogar sehr altes Altgriechisch. Herr Schrott, die ganze Geschichte war doch eigentlich ein Abfallprodukt eben Ihrer Übersetzung der Ilias. Hatten Sie irgendwann mal das Gefühl einer Beklommenheit, dass Sie einer Obsession folgen, wie der Mann, der ein UFO gesehen hat, wie der Mann, der weiß, wo Atlantis liegt, wie der Mann, der genau erklären kann, wie die Kornkreise ins Feld kommen? Eben überhaupt nicht. Die Ilias zu übersetzen war eine Auftragsarbeit des Hessischen Rundfunks. Und dadurch, dass ich eigentlich den Text möglichst schnell mal abschließen wollte, um wieder zu meinen eigenen Dingen zurückzukehren. Wie lange ich schon den nächsten Roman anfangen will, ist jetzt schon 3 Jahre überfällig. Und dann stoße ich plötzlich auf dieses Kilikien und fange natürlich Feuer, weil da so viel Material, so viel rein an Oberflächenarchäologie da lag, dass man gar nicht anders konnte, als zu graben und zu graben und zu graben. Und aber dadurch, dass meine Skepsis so groß war, habe ich mir gedacht, jetzt grabe ich so lange weiter, bis ich endlich ein Detail finde, das mir zeigt, dass ich völlig falsch liege. Bei allem Graben auf allen Ebenen kam aber immer nur noch mehr, nur noch mehr, nur noch mehr, das wirklich nahtlos in dieses Gebäude passte. Und das hat mich am Schluss dann überzeugt, um das überhaupt zu publizieren. Denn ansonsten hätte ich es nicht gemacht, das hätte ich jemand erzählt und gesagt, das kannst du besser. Mir fiel auf, dass in Ihrem Klappentext, in der Biografie da, von Ihnen steht, dass Sie zwar habilitiert sind, dass Sie essayistisch gearbeitet haben, aber kein Wort, dass Sie einer der führenden Romanciers und Lyriker deutscher Sprache sind. Ist denn das wissenschaftlich immer noch ein Makel? Ja, klar. Den Ruf, den Dichter und Schriftsteller nun mal haben, nämlich, dass sie irgendwo mal zumindest eine leichte Macke haben, politisch immer irgendwie falsch stehen und volkstümlich gesagt leicht plemplem sind, das ist etwas, was man nicht loskriegt und was einem so das populistische Scharlatansmännchen und Mäntelchen dann auch umhängt. Das muss ich ja nicht in den Vordergrund rücken. Wenn ich schon einmal auf meine akademischen Kredenzialen zurückgreifen kann, dann tue ich das einmal in meinem Leben dann auch gerne. Hat Ihr Buch fast deshalb 1500 Fußnoten? Das hat 1500 Fußnoten, um zu zeigen, dass ich mir nichts aus den Fingern gesogen habe, sondern dass das wirklich Einzelergebnisse aus den verschiedensten Fachdisziplinen sind, deren Argumentationsspielraum ich ausnützen konnte, um sie mit Homer und der Ilias und Kilikien in Verbindung zu bringen. Vielen Dank, Raul Schrott. Homers Heimat, der Kampf um Troja und seine realen Hintergründe liegt im Hansa Verlag vor. Als Autor firmiert Raul Schrott. Meine These, in Wahrheit ist es eine Fleischerei-Fachverkäuferin aus Osnabrück.